Wir checken jetzt Choo Choo Charles. Das neue Train Simulator Game. Leider Sound ein bisschen zu leise, mache ich danach lauter. Also Stimmen. No, trust me. You'll want to make time for this. You're looking for something big to keep your museum in business. Well, there's something big on that island. Real big. So many friends. And even my own son are still out there. If anyone can bring this thing down, it's you. It'll be the biggest attraction your city's ever seen. And you can help an old friend. Yes, meet me on the docks at sunset. I hope you're ready for a little monster hunt. Oh nein, da ist es. Es ist Train Spider Charles. Yes, sir. They call him Charles. Half train, half giga spider from hell. We've been from hell for some time now and have nearly everything in order. Just a few people to meet and places to see. Simple errands, you know. Yes, sir. Welcome to Erinirum, the island where miners dig their own graves. Stay close. Nee, erstmal stehen wir gar nicht close. Erstmal machen wir hier mal so. Charles isn't the only thing to fear around. Dann machen wir Ich bin dafür, dass in Videospielen irgendwann noch eine Norm eingeführt wird für Mouse-Sense. Einfach so ein geschriebenes Gesetz. Gegenstände, mit denen du interagieren kannst, leuchten, wenn du eine Maus drüber hältst. Ist also die Tür scheint nicht gemeint zu sein, oder? Okay, war wirklich nicht. Nein. Not to worry, we can still find a way in. Okay. There's a small shack up the path that might have a key inside. Wie kommst du darauf? I just marked the location on it. See if the key is up there, and I'll look around some more down. Ooh. Wild. Laufgeschwindigkeit gefällt mir sehr gut. Ich glaube, ich habe einen riesigen Schlüssel gefunden. Das ist ein schönes Overlay. Hat einen eigenen Charme irgendwie. Good on you. Looks like you found it. Open up that door and lead the way. Dein legendärer Zug. Damit kommst du auf der Insel schnell voran. Eine Waffe und ein Schild gegen die Feinde. Dort wirst du wiederbelebt, wenn etwas schief geht. Interagiere mit Gegenständen in der Kabine, um immer die Verwendung zu erfahren. Also Gesundheit, Upgrades, Damage. Also upgraden kann man hier. Geschützturm. Well, the exterior is a little rough, but everything looks to be intact. That gun you were looking at wasn't on here when I was evacuated from the island, but it sure looks fun to use. It sure looks fun to use. Take him down before he even sees us coming. Are you ready to take this thing for a spin? Okay, wir jagen halt immer noch Charles. Also es geht. Auf geht's! Oh mein Gott, es ist Charles! It's him!
Charles, du Schwein! Oh mein Gott, Leute, es ist Charles! Sorry, Opa! Verzieh dich, Charles! Gut, Tutorial abgeschlossen. Wir fahren wieder zurück. Okay, Charles hat also... Okay, finde die Eier, finde den Sohn. Sehr gut. Gut! Wir fahren erstmal geradeaus. Unbekannter NPC, optionale Mission. Ja, dann gehen wir doch mal. Was ist das? Unbekannter NPC, erforderliche Mission. Wir machen dann erstmal Nebenmission Gaming. Oh mein Gott, what? It's a real game. Wir biegen links ab gleich erstmal. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt zu looten, so weißt du? Also ob hier irgendwas ist. Weil ich absolut nicht weiß, wonach ich suche. Aber hier war wohl nichts. Jetzt müsste diese Kreuzung kommen, ne? Schilder weisen auf, bevor den Geisterzeigung hin. Das Licht an der Abzweigung zeigt dir, welche Richtung. Zeig dir den Geister an. Halt deinen Zug an und dann geh mit dem Hebel am Boden. Ne, der scheint nach links zu gehen, oder? Sieht aus, als wenn links mehr leuchtet als rechts. Von daher alles gut. Da wollen wir hin. Geil! Riders on the Storm. Kann noch ein bisschen lauter machen. Da gebe ich nochmal 10%. So. Die Hütte da, da wollen wir hin. Perfekt gehalten. Alter, richtig gut. Moin. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas looten kann oder so, aber ich gucke mich erst um. Okay. Was geht? You must be the archivist that Eugene told us about. Ja. We're happy you came to help us out of this predicament with Charles and that man. Okay. Warren. You know, that old train of yours will need some major upgrades. If you want to take down Charles. Ja, wir wollen Charles fertig machen. There are some metal scraps in my barn that you could use to improve it. Here's the key to the barn. It's just up the path, but I'll mark it on your map anyway. Ja, laufen wir hin, denke ich. Kommen eigentlich noch mehr Videos zu Evil. Evil ist nicht, ist nicht vom Tisch, aber auch nicht geplant. Also möglich, ja. Hallo! Scheune! Scrap, Scrap, Scrabity, Scrap. Ich sammle Scrap, Scrap, Scrabity, Scrap.
Ja, wir machen. Okay, also Scrap ist schon mal etwas. Mission abgeschlossen, jetzt kannst du mit deinem. Okay, perfekt. Ein Brief. Versorgungsliste. Hühnerfutter, Ziegenfutter, Zaunbedarf. Tja, das kannst du streichen. Bereits gefressene Tiere müssen weder gefüttert noch eingezäunt werden. Actually true. Ja, Brief schmief, sage ich. Charles wird ja nicht geschrieben haben. So. Perfekt, alles auf Level 2. Reparieren wäre auch noch gut gewesen, passt aber. Sind wir fertig? Das war's. Dann gehen wir nochmal dahin und machen die nächste Mission. Man kann so aus dem Dingens gucken. Kann so... Alles gut, der Föhne? Aber um wieder hier unten hinzukommen, muss man echt eine gute Runde drehen. Holy shit. Boah, das ist wieder eine gute Landung. Also, das kann er. True to Charles. Alles gut? Guck erstmal in ihrem Haus. Erstmal raub ich sie aus. Danach frage ich, was sie wollen. Ich liebe Gurken. Gurken sind Liebe. Gurken sind Leben. Ich liebe Gurken. Sie verleihen mir Glücksgefühle. Gurken. Unterschrieben von Gurken. I need my pickles. Die Gurkenlady. Lockpicks ist gut für Pickles. Okay, wo sind denn hier... Als ob ich da... Ich bin nicht mal bewaffnet. Au. Und jetzt bin ich auch noch verletzt. Okay, HP regeneriert sich über Zeit. Das ist nicht so wild. Achtung! Schrapnellgefahr. Was ist das für ein Geräusch? Ja, aber du wirst ja bei einer Explosion die Schrapnell-Dinge abbekommen, oder nicht? Ich werde mich ja nicht genau auf eine Bombe setzen. Zumindest hoffe ich das. Oh, ich habe eine Lila-Farbe für meinen Zug gefunden. Geil. Da ist die Skurkenglas drin. Richtig? Ja. Gurkchen. Brauche noch den Gurkenschlüssel. Die
Muss ich einfach random diesen Schlüssel finden oder wird er wohl hier in der Nähe sein? Also ich denke, über den Schlüssel hat ja niemand was verloren, oder? Ich brauche erst einen Dietrich wahrscheinlich von irgendwem anders. Und dann kann ich dahin zurück. Ne, sie will ja, dass ich einen Dietrich hole. Deswegen wird das wahrscheinlich nur... Was habe ich jetzt aufgehoben? Aber hier liegt auch überall Schrott. Moment, bin ich jetzt woanders lang gelaufen? Ja. Schrott wird mitgenommen. Das brauche ich für meinen Zug. Mehr Schrott. Schrott. Choo-choo Charles, choo-choo Charles. Und der Zug ist lila. Geil, Twitch Prime ist kostenlos. Leute, mehr kostenfrei. Ihr wisst Bescheid, hoffe ich. Dann müssen wir reparieren. Das ist der Hype-Train-Chat. Steigt mit ein. In welche Richtung fahren wir? Ich will nach links. Perfekt. Oh, ein dicker Bahnhof, oder was? Geil. Charles, wo bist du? Zeig dich mal. Charles. Alles on hold. Also das kann ich. Oh oh. Musik kommt. Ein bisschen Schrott wird mitgenommen. Hier ist ein NPC auf der Map gewesen, ne? Ja. Der wird da oben sein. Moin. Vor dem einen Stunden habe ich meinen schönsten alten Grubenbahn einen Ersatz. Bla 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 bla. Da hätte ich lieber den Gurkentext gelesen, der war ein bisschen schöner. Welcome to Araniram, Archivist Museum Person. My apologies. I'm not the best with introductions, but I don't believe either of us are here for socializing. I just so happen to have a little business opportunity, if you're interested. Yeah. A very special little box of mine is in a rail car in the nearby canyon. But the goons have set up a camp to protect that area. So be careful. Moment, NPCs? Find the blue box and bring also, it back to Gegner? Me. I'll give you some scraps. Aber ich habe doch, also das ist ja Quatsch. Ich habe ja keine Waffe oder sowas. Also wenn da, was auch immer, Theoslau Kiste befindet sich im Triebwagen in der Schlucht. Aber ich habe ja, kann ich kann ja nicht zuschlagen.
Wir haben jetzt 10 Schrott. So. Da kann ich mir nicht leisten. Kann mir das mal angucken. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass ich da hingehen sollte. Weil ich keine Waffe habe. Hallo? Nur ein bisschen gucken, nur ein bisschen gucken. Mehr nicht, mehr nicht. Ein bisschen gucken. Okay, ist so ein bisschen darauf ausgelegt, dass man gar keine Waffe braucht, die so ein bisschen wahrscheinlich... Hätte er mich gesehen, hätte er mich wahrscheinlich verfolgt. Ich hätte zu seinem Dingens hier laufen können. Aber handlange Waffe, mich mehr als ein Gegner. Aber gut, wir haben die Kiste. Sehr schön. Es läuft nach Plan. Langsam dürfte ich doch gerne mal wieder einen Blick auf Charles werfen. Wo ist mein guter Freund Charles? Nicht, dass ich ihm jetzt langsam davonlevel und Charles gleich auf die Schnauze bekomme. Moin, hab deine Kiste. Da war auch keine andere. Ja, ja, ich nehme den Schrott und hau ab. Later! Alter, da flog eine Menge Blut raus. So. 44 Schrott. Let's go! Boah, der Zug hat schon richtig Tempo jetzt. Der geht ja richtig ab. Gut, dann düsen wir jetzt zur Main Story. Auf zur Main Story! Jo. Kommt da irgendwo eine Kreuzung? Nope, nope. Und den muss ich umstellen. Gut, wir haben ein bisschen Zeit. Oh, Moment. Ich kann eine Map reinzoomen, rauszoomen, schwenken. Wegpunkt setzen. Ja. Wegpunkt setzen. Zack. Nee, nee, nee. Vorwärts. Ist schon richtig. Charles, wo bist du? Charles. Der kleine Charles. Vielen Dank übrigens, Cyblade, für 11 Monate. Bastios, danke für 29. Ryuforce, danke für 4. Kadi Cosplay, herzlich willkommen. Danke für deinen Support. Ich hoffe, dir geht's gut. Zero, herzlich willkommen. Danke für deinen Support. Ich hoffe, dir geht's gut. Lukas, danke für 18 Monate. Good Old, danke für 28. Vielen, vielen Dank. Wie geht's euch? Habt ihr ein schönes Wochenende gehabt? Ist mein... Habe ich kein Benzin mehr? Werden wir langsamer? Charles? Wir werden wirklich langsamer, oder? Heu bergauf fahren wahrscheinlich. Alles easy. Wir fahren hier locker durch.
Hier ist mein Wegpunkt. Ich hoffe, der geht jetzt weg, weil ich den erreicht habe. Wegpunkt wegmachen ist nicht, oder was? Ja, wäre auch zu geil, wenn man einen Wegpunkt löschen könnte. Dann muss man immer einen haben. Schönen guten Tag. Eugene told us we'd have a newcomer soon. I suppose that would be you. Ja, das bin ich. There's some scrap metal in the balcony room of my house that you could use to repair and upgrade your train. Here's the key. And although the balcony is right behind, as a side note, talk to anyone around here and okay, also alle wollen halt, dass Charles besiegt wird, ja? Charles muss hier fertig gemacht werden. Und deswegen geben mir auch alle Leute, sind mir eher freundlich gesinnt. Meine Hauptsache, Charles ist weg. Ja, zack, 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 gib. Wir haben wirklich geduldig gewartet, aber die letzten Tage waren, wie soll ich sagen, chaotisch. Charles wird immer aggressiver und ich weiß nicht, wie viele von uns noch übrig sein werden, wenn Hilfe eintrifft. Viel Glück, Eugene. Wir zählen auf dich. Eugene ist tot. Ja, der Charles, der wurde gefressen. Man hat Air Control. Vielen Dank. Wir pumpen das direkt hier rein in Rüstung. Und vorn weiter. Ist er das? Das ist er! Volle Fahrt voraus! Es ist Charles! Du Schwein! Verzieh dich! Du musst hier arbeiten, Charles! Das sei... Oh mein Gott, Charles, verpiss dich! Darf nicht overheaten! Ich hab dich doch gehört, vom Weiten! Jetzt mach ein bisschen Platz, da du Stinker! Warte, die Waffe ist overheated! Aua, aua! Hör auf, Charles! Ich muss dich jetzt komplett weg, weil sonst bin ich tot. Es ist meine letzte Chance. Ich muss voll reinhalten. Okay, gut. Boah, das. Alles easy, wieder zurück. Ja, da geht mein Schrott hin. Ich verstehe. Scheiße. Das war Charles, Leute. Deswegen sind wir hier. Der Boss, ja? Habt ihr das Tut nicht gehört? Er hat sich doch angekündigt. Deswegen, ja, das war gefährlich. Er wollte den Hype Train hier aufhalten. Das wäre wieder eine perfekte. Es ist. Ja, ist okay. Nicht perfekt, ist okay. So, habt ihr die Schüsse gehört? Ist alles gut hier? Ich habe ihn vertrieben. Gebt mir euer Schrott. Wer wohnt denn hier? Moin. Look, kid. I know you're supposed to be some fancy pants monster hunter, but you can't earn my respect without making yourself useful. Ich habe gerade eben Charles fertig gemacht, der vor deinem Haus war. The goons dumped a locked chest in the yard last night. After beating on it for a few hours, I didn't break anything but a sweat. I got some lock picks, but I don't know how to use them. Ah. Here, take them. If you can get that lock picks, you'll earn my respect. I might just give you some. Okay, also wir haben lock picks. Einen. Dietrich, mit denen du Truhen. Okay, also wahrscheinlich als Item dauerhaft. Die Truhe machen wir noch. Das Spiel wird morgen weitergespielt, Chat.
Charles wird morgen noch mal bespielt, glaube ich. Das sieht nach einem guten Game aus. Wir haben jetzt nur noch, in 8 Minuten ist Among Us, aber ich sehe mich da noch mal Choo-Choo-Charles besiegen. Also ich bitte euch. Für wen haltet ihr euch? Ich habe Skillcheck schon vor einigen Jahren gemacht. Muss ja ein bisschen schwerer werden. Gott. Well, fancy fingers here got the chest unlocked. That's an odd-looking piece of junk you found inside there. You earned my respect, so here's some scraps. Wir haben wieder Schrott gesammelt. Da können wir wieder upgraden. Das ist gut. Damage ist nicht so wichtig erstmal. Nice. Bringt uns zur Hauptstory. Oh, wir sind aber schön schnell geworden. Gute Bremse. Moin. The Monster Hunter has arrived, I see. Der Retter der Insel. This is no ordinary hunt, mind you. We've already tried fighting Charles, but he retreats into the wilderness if he is sufficiently harmed. Aber ich weiß. We believe there may be a way to get Charles to commit to a mortal battle, however. Das Finale, oh mein Gott. Dispersed around the island are 3 eggs, locked in the island's 3 primary mines. Our theory is that putting these eggs in the temple at the center of the island will genau das wird sein. Into a fight to the death. Unfortunately, the mining company owner, Warren Charles III, has placed armed guards inside each mine to protect the eggs. There's an egg in the mine just down the rail. Here's the key to the mine. I've marked the entrance on your map. Okay, oh mein Gott. Wir müssen in die 3 Minen, die 3 Eier holen, sie auf den Tempel legen und dann wird gekämpft. Und die Map ist noch groß. Es gibt noch eine Menge zu tun. Geil. Wie speichere ich? Was ist das? Scheiße, was ist das denn für ein Joke? Was bedeutet das? Ich will speichern. Ich will morgen weitermachen. Ich will aber auch nicht draufdrücken, hab ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen. So. Wir haben, also ich hole mal die Leute ab, die gestern nicht dabei waren. Das ist der Hype Train. Offensichtlich, sieht man ja, ne? Der fährt nur, wenn genügend Subs reinkommen. Ist ein bisschen blöd, ist natürlich nur Spaß, ist Quatsch. Wir haben schon ein bisschen angefangen, nicht viel, wir haben eine Stunde gespielt. Wir starten ungefähr hier. Unser Dude, der uns die Story erklärt, ist direkt am Anfang gestorben, traurig, und ich muss das alleine machen, ja? Wir müssen Charles besiegen. Wenn ihr Charles noch nicht kennt, verrate ich euch nicht, wie Charles aussieht. Den seht ihr gleich. Dann habe ich 3-4 Nebenmissionen gemacht und bin jetzt hier unten gelandet. Also eigentlich, es gibt keinen großen Unterschied zwischen Nebenmission und Hauptmission. Aber eine Hauptmission, die wir haben, die ist sehr wichtig. Und zwar, wir müssen Charles besiegen. Und Charles, der wird nur auf Leben und Tod mit uns kämpfen, wenn wir in 3 unterschiedlichen Höhlen 3 unterschiedliche Eier sammeln, diese 3 Eier in einen Tempel zusammentun und damit Charles hervorlocken, weil er denkt, oh mein Gott, das sind die wichtigen Eier auf dieser Insel. Ich muss sie mit meinem Leben beschützen. Das ist die Lore. Ich habe euch alles erzählt, was es zu wissen gibt. Jetzt geht's los. Wir gucken mal. Ich will eigentlich die Nebenmission da oben noch machen. Wir sind in Nebenmission-Gamer, ja. Vielen, vielen Dank, Delibu, für die 5 Subgifts. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Schmobias, danke für 75 Monate. Cyrex, danke, du Legende, für den T3 auf 35. Vielen, vielen Dank. Hey Tim, wie geht's dir? Wir hören uns ja auch noch die Woche. Ich glaube, Tim, ist es jetzt offiziell? Kannst du bestätigen, dass du dabei bist? Also, hast du Infos bekommen? Ist das Ding durch? Hm?
Ja, also es wird so sein, Leute, dass Twitch Rivals in Valorant, das Twitch Rivals featuring Dalukar, also mein eigenes Twitch Rival, werde ich zusammen mit Tim kommentieren. Also Tim und ich werden die Spiele moderieren. Well, hello, darling. Mit Nice, freu mich drauf. I'm making a fresh stew with ingredients for my very own swamp. But I don't have any meat at the moment. I smell a carcass on the island in the swamp, and if you wait over there and bring it back for me, I'll pay you some scrap. Although, you'll need to be wary of Barry, the swamp monster. Okay, wir müssen eine Leiche aus dem Sumpf holen, aber Barry Schmerry ist anscheinend da. Wo ist Barry? Barry Schmerry. Okay. Da müssen wir hin. Erkenne ich Barry Schmerry? Der muss ja irgendwo im Sumpf leben. Barry? Moment, ich stampfe echt so lang. Ach du Scheiße. Barry! Okay, Barry Schmerry. Ich habe ihn gefunden. Das heißt, simpel ausgedrückt, wenn du ins Wasser gehst, bist du tot. Ja, es muss also einen Weg geben auf diese Insel, wo du nicht das Wasser berührst. Ich verliere 3 fucking Schrott, wenn ich sterbe. Ich weiß nicht, ob sich das... Links kriege ich. Ich will immer E zum Looten drücken. Deswegen mache ich immer so ein Dab. Gut, die 3 Schrott, die wir verloren haben, habe ich wieder rein. Jetzt habe ich Plus gemacht. Lecker Schmecker, Eintopp-Rezept, Sumpfwasser, Salz, Klee, Erde, Salz, Fleisch, egal welches, einschließlich Menschenfleisch, haha, Salz. Die hat aber Ahnung. Erst kommt irgendwas Dummes, dann Salz, dann Klee und Erde, dann Salz, dann Fleisch und dann Salz. Denn Salz ist immer wichtig. Kann ich Barry Schmerry denn schon sehen? Kann Barry sich auch mal verpissen? Der sieht ja fantastisch echt aus. Nehme ich mit. Wir sammeln noch den Schrott ein, denn wir kümmern uns um die Umwelt. So, wo ist denn Barry Bursey? Barry? Da ist er schon wieder, der alte Barry. Vielen, vielen Dank nochmal, ne, für den Support. Schmobias, danke für 45 Monate. Dankeschön, Daily Boo, für die 5er Subbomb, wirklich. Vielen, vielen Dank.
Barry, du, da will ich vorbei, Mann. Auf geht's, Barry. Verpiss dich. Kann er denn unterher schwimmen oder nicht? Eine wichtige Info, die mir hier fehlt vielleicht. Nee, sieht nicht so aus. Ja, man nennt ihn auch den langsamen Barry, hä? What a delicacy you found. Here are those scraps safe. Geilo! Was sagt die Map? Sieht gut aus. War mal gut aufgeräumt. Wir haben jetzt einen Lockpick. Unbekannter NPC. Waffenmission. Aber warum ist der unknown? Jeremy, danke für 11 Monate. Vielen, vielen Dank für fast ein Jährchen Support. Wie geht's dir, Jeremy? Hey, Jule. So, Damage wird geboostet. Wenn ich nicht gestorben werde, ich nochmal 2 boosten können. Unlucky. Wir wollen hier hin. Volle Möhre voraus. Charles! Kann auch ein bisschen chillen, Charles. Ich habe auch noch zu tun, ne? Ich arbeite ebenfalls. Jo, dein Haus brennt. I made a little flamethrower as an addition to my spider train home defense plan, but as you can see, that is slightly backfired. Nearly cooked myself alive in that shed as I was testing it. I would love to save the shed though. If a flamethrower somehow still works after the fire dies down, I'd assume you're the monster hunter that folks have. Ja, wir müssen das Ding löschen. Finde einen Weg, das Feuer zu löschen. Ja gut, da könnte... Das werde ich wahrscheinlich... Oh, Moment. Hä? Es war noch nie leichter als... Oh mein Gott. Geschenkt. Und der ist bestimmt kaputt, der Flamme. Easy. Water tank to put out the fire. Pure genius. Woohoo! Here, take old bug spray. I don't want to see it anywhere near here again. Wir müssen noch gucken, ob hier Schrott übergeblieben ist, Meister. Erst dann kann ich gehen. War noch ein Schrott. Ja, ja, alles, was hier so die Nebenmissionen sind alle trashig. Also das Spiel ist ein Trash-Game. Also nicht im ganz, ganz schlechten Sinne, sondern das ist ein lustiges Game, ja. Das ist aber eher so ein... Da war Farbe... Ja, aber ich kann ja, andere Farbe ist ja egal, wir brauchen ja den Twitch Prime Train. Wir haben ja schon die beste, ja, orange, ja, ihr habt recht, aber das will ja keiner. Dankeschön, Mike, vielen, vielen Dank fürs Raiden. Wie war euer Stream, habt ihr Spaß gehabt? Was habt ihr Feines gemacht? So, wo ist denn jetzt, oh mein Gott, Insektenspray, hä? Ah, jetzt haben wir den Flammenwerfer hinten dran. Oh, okay. Ja, ja. Wir wollen jetzt zur Mine. Und wehe, ich brauche jetzt den Flammenwerfer für den billigen Charles. Charles! Charles! Wir müssen ihn sehen, Leute. Mike, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Dankeschön. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Podcast gehabt. Ihr wisst noch gar... Also, wer nicht weiß, wie Charles aussieht, ihr müsst genau drauf achten. Man erkennt ihn nicht auf Anhieb. Aber wenn, dann ist schon fast zu spät. Der gute alte Charles.
Oh Gott, die Mine ist auf. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Dringender Brief an Herrn Warren. Während wir mit dem am weitesten entfernten Tunnel arbeiten, brachen wir durch eine Wand in eine große Höhle. Etwas sehr seltsam, doch wir wissen nicht was. Wir bitten Herr Warren, sobald wie möglich das südliche Minengelände zu besuchen. Was? Oh. Anschleichen? Erstmal nehmen wir Schrott mit. Wir gehen. Erster Gang rechts war nichts. Wir gehen jetzt links. Da ist eine Chest. Grüne Farbe. Hallo an alle, wie geht's euch? Moin, um was geht es in dem Spiel? Es ist ganz einfach. Wir wurden auf eine Insel gebracht und wir müssen Charles besiegen, damit die Bewohner der Insel in Ruhe leben können. Jetzt kennt ihr die ganze Story. Es wird noch ein bisschen interessanter, wenn ihr wisst, wer Charles ist. Deswegen möchte ich euch nicht zu viel verraten. Wartet einfach mal ab, der kommt gleich. Ja, was soll ich tun? Aua! Nicht schieß! Ah! Ich hab doch gar nichts. Ist er still? Wenn ich dich jetzt bis zum Zug halten muss, wirst du sterben. Ach du Scheiße! Ah! Komm doch. Ja, ja, komm mit, komm mit, komm mit. Okay, Duell. Wie gefällt dir das? Ach, das ist ja anstrengend. Schrott. Man rennt aber zum Glück sehr schnell in dem Spiel. Das muss man halt schon sagen. So, den Stealth-Part haben wir mal übersprungen. Ist es. Cool. Hab's einfach eingepackt. Ach so, um Charles. Charles ist jemand, ja. Der kämpft nie lange gegen einen. Immer wenn Charles verletzt ist, haut der wieder ab. Aber man weiß, dass wenn man die drei leuchtenden Eier der Insel zusammenbringt, wird Charles auf Leben und Tod mit dir kämpfen. Und da er sonst immer abhaut und ich nicht will, dass er abhaut, muss ich die drei Eier holen,
Und dann gibt's einen Kampf. 101. Das ist die Story. So, jetzt wo wir Charles' erstes Ei haben, wird der sicher mal versuchen anzustinken. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir müssen einmal reparieren. Also müssen wir jetzt aufpassen. Wir haben ja schon jetzt ein Ei von Charles. Ich hab ein bisschen Angst, muss ich sagen. Wo können wir denn noch questen gerade? Hier. Da wird jetzt gequestet. Wir fahren mal los und gucken, ob wir Charles sehen. Charles? Ich hab das erste Ei. Ihr müsst... Guckt, ob ihr ihn seht. Ist nicht einfach. Charles! Hört ihr das? Oh mein Gott! Habt ihr das in der Ferne gehört? Könnte Charles gewesen sein. Ich hab ein bisschen Angst jetzt. Oh Gott. Okay, falscher Alarm. Alles gut. Glaube ich. Man weiß es nicht. Wir nähern uns gleich einer Kreuzung und die geht leider in die falsche Richtung. Muss ich aussteigen? Aussteigen ist immer gefährlich. Oh mein Gott! Er kommt! Charles! Da ist er! Greift er uns auch an? Er war da. Aber er hat uns anscheinend nicht bemerkt. Wenn doch, muss ich wieder Gas geben. Er ist noch neben uns. Ich will gerade eigentlich nicht stehen bleiben. Das ist gefährlich. Er ist irgendwo hier im Wald. Ich wollte eigentlich hier questen, aber drauf geschissen. In welche Richtung geht die nächste... Da ist er! Da leuchtet's rot im Wald. Wir gehen auf Angriff. Das ist Charles! Ah! Charles, ich hab dich endlich gefunden! Verzieh dich! Oh mein Gott, das ist Charles, Leute! Es ist die gefürchtete Zugspinne! Sie will uns ans Leder, Leute! Wir müssen die Insel retten! Oh nein! Charles, verzieh dich! Oh, überhitzt, überhitzt! Not den Flammenwerfer! Charles! Verpiss dich! Boah, wir haben ihn abgewehrt. Erstmal reparieren. Das war wieder ein epischer Kampf mit Charles. Er hat schon gut Schaden bekommen, muss man schon sagen. Er hat schon ein bisschen kassiert. So, wir fahren jetzt wieder zurück zu dem NPC, wo ich die Mission machen wollte. Naja, das Insektenspray verlangsamt ihn und dann müsste man hin und her wechseln. Ich weiß nicht, ob es eine Taste gibt, um die Waffe zu wechseln. Mo, danke schön für 13 Monate. Warduck, danke für 3. Sind wir schon noch ein bisschen an der nächsten Kreuzung, können wir. Ja, das kann man machen von hier. Vielen Dank für euren Support, Leute. Dankeschön.
war Charles, Leute. Er kam auf uns zu. Louisia, danke für den Tipp. 2 auf 26 Monate. Vielen Dank. Danke Vollmond für 25 Monate. Schönen guten Tag an alle. Ich muss mir angewöhnen, den Schrott aufzuheben. Das lohnt sich halt einfach. Je mehr du nebenbei lootest und random aufhebst. Oh oh. Bin weit weg. Vom Zug. Du willst nicht weit weg vom Zug sein, wenn Charles kommt. Ich bete immer noch, dass jemand aus der ersten Evakuierungsgruppe ein Boot zurückschickt, doch die anderen denken wahrscheinlich nicht, dass Georges Versorgungsboot noch Menschen evakuiert. Sie sind sicher am Festland angekommen, fühlen sich jedoch nicht verpflichtet, alle anderen zu retten. Niemand erwartet, dass Charles das Boot sinken könnte, aber trotzdem, bei dem Gedanken, dass ich den Ort schon längst hätte verlassen können, wird mir übel. Ja, wir haben ihn gerade schon relativ gut abgewehrt, würde ich sagen. Also der Kampf mit Charles war eigentlich ganz clean gerade. Mal noch kurz ein bisschen Schrott sammeln. Lord Aaron, das Spiel hat immer noch keine richtigen Custom-Lobbys bekommen. Ich wollte sogar mal ein kleines Match in Turbo Golf Racing veranstalten, wenn es Custom Games gegeben hätte, aber irgendwie habe ich es nicht gefunden. Ich habe es gestern gestartet. The others actually convinced someone to come help us. I'm so glad you came, but I simply cannot stay any longer. This island is too much for my nerves to handle. I've brought all my belongings here, so I can leave immediately when a boat arrives. Although now that I think about it, I did forget my journey. Wo wohnt der? It's a dangerous journey for sure, but you might manage with that train of yours. I'll give you all the scrap metal I have. Just please, bring the journal next time you're here. Wo wohnst du, Bengel? Ja, das geht. Easy. Da wollte ich eh hin. Was ist das für ein Grollen? Kommt genau von hier. Habe ich schon öfter gehört. Hat deine Brille einen Blaulichtfilter? Ja. Hey, Smile. So. Charles hat uns eigentlich gerade erst attacked. Ich bin jetzt eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass der mir jetzt nicht direkt nochmal auf den Sack geht. Tempo 7. Action. So, das hier funktioniert eh. Also die Kreuzung steht nach links. Ist gut. Ich hoffe, er kommt nicht nochmal vorbei. Vor allem nicht, wenn wir bergauf fahren. Das wird eine Punktlandung. Oh mein Gott. Oh, clean. Ein anderer Zug? Charles! Wo bist du? Da ist er! Schon wieder, oder was, hä? Du kleiner Stinker! Dass du hier bist, baller ich dir deine Fratze voll mit Blei! Du hast Warren getötet! Jetzt baller ich dir die Hucke voll, bis das Ding überhitzt ist! Und dann hole ich und dann erzeug ich den Flammenwerfer. Nimm das. Der ist auch überhitzt. Oh mein Gott, Charles, lass dir Zeit, lass dir Zeit. Ich muss so abkühlen, Charles. Verzieh dich. Ja. Hau nur ab. Da
Da kam der echt schon wieder, ne? Zweite Mal geht er uns jetzt schon hier auf die Eier. Scheiße. Das ist keine Kreuzung. Dann machen wir Main Story. Der Grafikstil von dem Spiel ist ziemlich schön. Ich mag das hier. Also dieses leicht gekritzelte, das ist ziemlich cool. Wir erreichen unser Ziel. War nicht so gut, war nicht so gut. Moin! Neue Waffen? Paul asked me to design a new weapon to help you hunt Charles. And using my extensive demolitions experience, I made this rocket launcher. Den nehme ich mit. Was willst du haben? I've been wanting to see Warren's empire crumble for a long time. So building this puppy was a hell of an opportunity. Now that you're here, I need a few minutes to remove some safety features. While I'm working on that, why don't you bring that box of rocket ammunition back here from inside the bunker down the rail? Wir müssen... Ja? Essay? Machen wir das erst. Boah, den Baller... Was hier passiert? Hallo, Gibby Gaming. Schönen guten Tag an alle Leute im Chat. Was geht ab? Nebuchad, danke für 9 Monate. Danke dir. Moment, das hier sieht doch aus wie so ein Minenfeld, oder? Ach komm. Auf gut Glück. Links-Rechts-Kombination. Schrott. Er ist zu. Immer noch. Das ist schlecht. Wie redest du über Charles, Gippy? Oh, gute Range, gute Range. Ich bin ja Big Brain. Aua, krieg von allem Schaden. Essay. Version 1 fehlerhaft, zweite fehlerhaft, 13 Sekunden Flug, Erfolg. Schroddy nehmen wir noch mit. Das hängt doch nicht umsonst da. Das hier. Aber, naja. Will mich nicht beschweren. Charles, bitte warte noch. Da hinten steht der Hype Train wieder, aber wir holen jetzt erstmal eine neue Gun. Oh, geilo. The launcher is in complete working order. Yes. So I'll let you take it from here. Let's go. Oh, and take good care of it.
Na ja, klar. I have a few people to visit with it, if you catch my drift. Ey, wir werden da sowas von den Leuten. Wir werden Charles damit. Charles, ich würde gerne mal den Raketenwerfer testen. Ging noch. Musste nicht niesen. So, kurz noch upgraden. Aber nicht alles an Schrott verballern, falls ich reparieren muss. 20 Schroddi. Nee, machen wir nicht. Reparieren ist wichtiger, als ein Upgrade zu bekommen. Main Story Gaming. I'm sure Eugene told you all about me, so I need not introduce myself. Ja, klar, Greg. Name's Greg. Ah, okay. In case you haven't heard already, Warren, the mine boss, is keeping 3 monster eggs locked away. Ich hab eins schon. We're unsure why he wants to protect the eggs. If they hatch, they would surely turn into monstrous creatures like Charles. To prevent this, we need you to steal all 3 and use them. Das ist der Plan. Bait Charles, so we can destroy him. One of the eggs is in the north mine. Rein in die nächste Mine. Wir sind Charles auf der Spur. Zack. Aber vielleicht mache ich die Sidequest da hinten noch. Wenn ich gerade schon mal hier bin. Au. Ist das ein Trash-Horrorspiel? Verstehe ich nicht. Mit dem Trash. Das Movement in dem Spiel ist überaus durchschnittlich gut. Also, die Air-Control in dem Game ist insane. Ein bisschen wie Counter-Strike Surfen. Auch das, auch die Geschwindigkeit beim Rennen ist ziemlich gut. Ich würde mir andere Spiele wünschen, dass sie so schnell sind. Hallo! Mr. Nebenquest-Typ. Was geht? Das ist mir zu viel Text. Erzähl mir, was los ist. But I've heard lots about you coming to help us. Ja. I have a favor to ask. Okay. The breakers on the side of the lighthouse need replacing. Okay. Recently attacked by Charles. Ärgerlich. Als ob du das überlebt hast. The breakers are in the nearby supply shed. If you go get them and repair the lighthouse, I can try signaling passing ships to come help us. Once okay. You finish, I have some spare scraps. Ja, ja, eine Menge Schrott will ich. Aber ich raub dich auch vorher noch aus, ne? Weil ein bisschen liegt bestimmt hier noch rum. Wo ist der Schuppen? Gut. Auf zum Schuppen. Schrott. Oh, Münzen. Pack die 4 Switches ein. Was? Her mit dem Geld. Here are those scraps I promised. Geilo, gute Nebenmission, gute Nebenmission. Ja, und damit habe ich Charles das bestimmt auch gehört. Da du sollst mehr auf den Wegen bleiben. Na, das Problem ist, ich gucke auch oft in den Chat. Also ich werde sehr viel Schrott auch so nicht sehen. Das ist einfach so. Nehme ich einfach hin, ist mir egal. Ich nehme mit, was ich sehe und lass liegen, was ich nicht brauche. Schubidu ab, wir sammeln Schrott, oh ja. Jawoll, da können wir noch mal upgraden. Panzerung ist immer wichtiger. Ja, let's go, 3 Schrott zum Reparieren. Wenn er will, soll er kommen. Das Tagebuch würde ich gerne mitnehmen, deswegen werden wir einmal noch mal rückwärts düseln. Kann man mit der Farbe die eigene Lok anpassen? Ja, aber der Twitch Prime Train ist der beste.
Dankeschön, Joker, für den T2 auf 45. Vielen, vielen Dank. Wolfster, danke für 12. Nebuchad, danke dir. Charles, komm mal her. Ich hab was Neues für dich. Damit du Bescheid weißt. Ist das Ding gerade hier eingeschlagen? Oh. Volle Fahrt voraus. Charles. Darf ich jetzt endlich mal hier halten? Jedes Mal, wenn ich hier bin, greift er mich an. Das ist aber auch immer eine Banger-Landung hier. Say, you're that monster hunter. Yes. I must know. Do you have any experience with ghosts? Nee. Someone or something has been pinning exactly 16 drawings to lampposts in the boulder field every night. I always collect and burn them, but as I was looking for them last night, I began hearing strange noises and strange things. I only found half of them yesterday because of the commotion. Could you go find the last date and bring them to me? Wir suchen Seiten. Oh nein, 7 Seiten oder was? 8 Seiten müssen wir einsammeln. Oh Gott. Es wird der Schlendermann sein aus Pokémon. Der Sound auch. Was ist das für ein widerlicher Sound? Ich habe mehr Angst vor Geräuschen als vor visuellen Sachen. Der Sound ist super eklig. Ist das der Schlendermann? Verzieh dich! Yo, Alter, der düst ja richtig. Verzieh dich! Sag mir lieber, wo du dein Malbuch ausgegraben hast. Hehehe, Nummer 2. Sieht nicht gut aus für dich, hä? Ja. 3. Gejuked. Schrott. Nicht so schnell, Kumpel. 4. Oh, er kürzt ab. Arigato. Warum wird jetzt noch ein Schrei hinzugefügt? Wird das Spiel pausiert, wenn ich auf die Map gucke oder nicht? Ich glaube, da renne ich. Hier war ich schon. Ich kann mir. Oh, er ist schnell. Da oben. War ich, glaube ich, noch nicht, oder? Fuck. Warum ist er genauso schnell wie ich, der Stinker? Geht so. Münzen. Hör auf! Ja! Wo war ich und wo war ich noch nicht? Da geht's wahrscheinlich raus. Ja. Jetzt geht's richtig ab.
Das Ding holt auf, ne? Ich muss dodgen. Ja, du kannst wirklich dodgen. Das Ding ist wie so ein... Oh, Münzen. Jetzt dodgen, dodgen, gejuked. Nochmal juken. Gejuked. Boah, links, rechts angetäuscht. Wo ist die Kackseite? Oh! Unlucky! Wo war sie? 100%ig sicher oder Chat sicher? Oh! Fuck. Hä? Was passiert? Wurde ich rausgeschmissen? Hä, wie angenehm. Hä, vielen Dank. Dankeschön, netter Ge- Wusstest, sag mir doch, dass du mir helfen willst. Hä? Hätte ich gewusst, dass wir in einem Team sind, wäre ich gar nicht weggelaufen. Hab's hier finden. Thanks for bringing me those papers. Here are some scraps for your help. Nice. So, jetzt das Tagebuch. Scrabbity Scrap. Die nehmen wir doch mit. Scrap, scrap, scrap. So, das Tagebuch wurde vergessen. Ich bin hier, um es mitzunehmen. Natürlich liegt es nicht einfach auf dem Tisch, ne? Ja, hier. Perfekt. Perfekt, perfekt. Da müsste ich jetzt wieder zurückjuckeln, aber es gibt mir halt auch wieder Münzen. Ist das der unglaubliche Altar, wo die Eier reinkommen? Billig aus. Geil. Ich glaube, dann gebe ich das Tagebuch trotzdem jetzt ab. Einfach nur... Oh. Dann dürfte Charles, glaube ich, sogar auch mal wieder anstinken, ne? Das Tagebuch muss jetzt... Da können wir easy zurückfahren. Das war er, oder nicht? Aber warum will ich es dann nicht abgeben? Das ist der. Sonst wäre er, glaube ich, auch weg. Das muss er hier sein. Geilo! So. Ich esse kurz was. Während wir nach Charles gucken. Charles! Ich mach gerade Mittagspause. Wo bleibst du? Oh. Sind wir so schnell? Mein Gott. Aua.
thank you so much, but I would hope, for your own good, that... But, here... Dankeschön, Meister. Wie viele Münzen waren das? Das war ein weiter Weg. Ich will dafür gut bezahlt werden. 44 Schroddy, Lodi Karoddy. Okay. Stufe 9 Gaming. So, wenn wir jetzt hier gerade ausdüsen, der geht links. Den hier müssen wir checken, ob der richtig rumgeht. Und dann, Alter, wir haben die Map ja gerockt. Das hätten wir sogar noch machen können. Fuck. Ah! Wer war das? Charles! Oh Gott. Puh. Nur eine Einbildung. Alles gut. Die ist nach links eingestellt. Scheiße. Mist. Charles, ich hab eine neue Waffe. Lass uns kämpfen. Charles, ich würde dir gern was zeigen. Charles? Was holen wir hier? Das zweite Ei, oder? Ja, oh Gott. Dann kommt er auf jeden Fall. Ach nee. Oh Gott, ich höre einen Zug! Charles? Bist du's? Er ist es! Volle Fahrt voraus! Yeah! Schön auf Abstand bleiben, du kleiner Stinkerich! Bleib auf Abstand, bleib auf Abstand! Chill, 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 Charles! Chill, 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 chill! Okay, okay, okay! Kurz leergeballert! Zack, jetzt das hier. Locker flockig, leer geballert. Hol den Raketen. Charles! War noch nicht fertig, du Schwein. Mann. Der hat ja keine Chance mehr. Oh! Zweite Runde! Okay.
Boah, gleich gibt's sowas von den Raketenwerfer, Charles. Du Stinker. Jetzt bist du dran! Bumm! Ja, ja, komm, komm, seitlich oder was? Charles, komm zurück! Jetzt aber, ne? Das war's jetzt. Jetzt haben wir dich. Dreht er nochmal um? Er ist noch da, ich sehe ihn. Ist aber kein Problem. Ich glaube, wir sind levelmäßig ganz gut gerade. Oh, das wollte ich machen. Gut. Ich bin auch gleich fertig mit Essen. Die Mine machen wir noch. Und dann würde ich sagen, machen wir morgen nochmal Shoot to Charles. Vielleicht können wir es morgen auch schon beenden. Ja gut, ich lock den erstmal raus, den kann ich ja easy töten. Dann muss ich mir keine Sorgen machen, um den rumzustelfen. Ich mach den einfach fertig. Ja, ja, schön, schön, schön. Kommen Sie mit, Mister. Ich hab da was für... Oh, ich hab noch den Raketenwerfer geladen. Das war vielleicht nicht so gut. Warte, ich sollte für die... Ich nehme das Maschinengewehr. Ist das okay, Meister? Wie viel Leben? Du hast... Das kostet 2 Schrott, wenn du mit deiner Kackwaffe auf mich schießt. Gippi, meine sind nicht offiziell von Twitch. Die sind von, Dreamstats oder so? Steht ja da drunter, glaube ich. So. Und rein. Oh, Schrott. Was gab's denn? Das Kartoffelpüree wurde heute gemacht. Ach Mann, hier leben noch andere. Theoretisch, wenn ich den Weg nach draußen kenne, könnte ich den Schrott einfach nehmen und rennen. Aber
bis zum Zug machen die mir halt auch 10-20% Damage. Und dann kostet... No, Scheiße. Okay, ich geh schon. Ich bin so viel schneller als du, Mister. Ja, bin ich. Ach, da bist du mein Zug, siehst, Kumpel. Oh, Scheiße. Hä? Okay, ich hatte was aufgegeben, Kollege. Hättest du mal lieber! Perfekt. Ah, gut. Aber egal. Ein Schroddy-Karoddy. So, wir haben das zweite Eisch, die Beetz. Wir haben die Karte gut gesäubert. Und das hier sind unsere letzten Missionen. Und danach... The Ultimate Showdown. Ich rieche morgen das Grand Finale. Wir werden jetzt gleich Synced spielen mit Achim und Gippy. Und morgen ist dann Finale. Na klar. Den Airdrop nehme ich mit. Schroddies für Level 10. Ja, Gibi, sag mir, wie lange du brauchst. Dann sag Achim gegebenenfalls auch Bescheid, wenn du länger brauchst. Das Tutorial geht auch nochmal 10 bis 15 Minuten. Dann spiele ich so lange noch weiter. Dann spielen wir noch etwas. Charles. Choo-choo Charles. You're the archivist my father told me about. Although, I'm disappointed to see that he chose to stay on the mainland rather than return with you. Not to say that your help isn't appreciated, but we could have used his aid as well. Ich glaube nicht, der hat komplett abgelost gegen Charles. Is protecting dangerous monster eggs. Das wissen wir. Weiß ich auch. We've devised a perfect trap as a precaution that may help defeat him. Go attach these remote explosives to each of the support pillars under the wood bridge out there. Okay, das ist also nicht für das letzte Ei. Das ist, Da wird das Finale stattfinden. Kann es sein, dass Level 10 Maximum ist auf den Dingern? Weil dann... Sollte Level 10 Maximum sein. Ja. Dann kann ich eh gar nicht mehr so viel machen. Das ist also der Showdown. Wir haben hier den Showdown. Wir haben hier noch eine Waffe und die Minenquest. Moment. Warum ist die noch nicht fertig? Weil ich die noch abgeben kann wahrscheinlich. Das ist die Ultimate Showdown of Ultimate Destiny. That's the tallest and weakest bridge on the island. So if Charles ever crosses it, we can blow him sky high. I'll be on standby to dip here once he Ja, also damit sprengen wir ihn in die Luft, den kleinen Stinkerich. Was ist das? Mach ihn fertig. Das ist der Altar, oder was? Move Charles mit Hilfe der Eierbeersetzer einen Schrecken Set. Okay, also von da aus juckeln wir rüber. Ich brauche noch das dritte Ei.
Das heißt, es sind noch zwei Missionen, die wir haben. Wir fahren jetzt noch ein bisschen geradeaus, holen uns die letzte Waffe. So, the fabled hunter has finally arrived. You know, my late husband built a gun to help fight Charles, but Warren's goons stole the barrels and took him up to their camp. Bob was such a brave man. Must you take what I just... Okay, wir holen die Waffen von Bobbidi Bob Bob. Und dann... Ach Bob, wo bist denn du zu Hause, Bob? Markier mir das trotzdem mal. Aber die ist bestimmt krass, die Waffe. Gib mir den Schlüssel zur letzten Mine. In all your radiant glory. Paul entrusted me with a key to one of the mines containing an egg. But before I give it to you, I have an ancient shrine on the island. A pyramid of sorts, with a curious prism located at the top. The prism seems to have been designed for one purpose. To destroy monster eggs. Na klar. Are carved into the prism, which perfectly fit the eggs. When fully loaded, a massive beam of energy is emitted. Seemingly drawing the eggs themselves. The mutineers hope this event will lure Charles to a mortal fight as he comes in defense of the eggs. Now for the real warning. Charles has the ability to absorb energy from the burst, strengthening and enraging him. We saw it once before, and he may become even more dangerous this time. Oh nein. It's not my place to oppose, despite the danger. So, here's the mines. You have retrieved all the eggs and the key to the shrine. We might just be able to end this hell. Jetzt wollen sie aber wirklich noch, dass man einfach abbiegt, ne? Die Stinker. Aber egal, links, links. Steige aus, rückwärts, rechts. Alles gut, dann kann ich beides machen. Hopp. Seit wann haben wir denn da so coole Hörner dran? Ist sie nach links eingestellt, Meister? Natürlich nicht. Moment, warum wird das Gurkengas der Gurkenlady nicht mehr angezeigt? Ist das weg jetzt? Ne, es ist da unten. Ach du Scheiße. Moment, ihr Stinker, ihr wisst schon, mit wem ihr euch da anlegt, oder? Da kommt man näher ran. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Waren dann alle von euch? Habt ihr meinen Zug getroffen? Nö. Oh! Bin ich da, um euch zu besuchen? Da lebt noch einer. Die Masken sehen aber ganz cool aus.
Ich hoffe mal, dass der Schlüssel jetzt für da unten ist. Wir müssen sogar gar nicht dafür zurück. Geil. Das sieht doch schon fast besser aus als das Standardding. Fahren zurück zur Kreuzung. Und düsen dann hier hin, nachdem wir umgestellt haben. Das ist ein Airdrop noch. Hier sind super viele NPCs. Also vom Weg her würde ich sagen, war das sogar richtig. Hallo Lami. Geht hier um Chuchu Charles. Und wir nähern uns dem Ultimate Showdown. Oh, wenn ich hier auf Wachen treffe, ist Zack das. Was mache ich jetzt? Renne ich zum Zug zurück oder dodge ich die? Und renne einfach durch. Ernst gemeinte Frage. Könnte mein Ende bedeuten, aber ich würde es versuchen. Tschüss, Stinker! Ah. So, neues. Weh, die laufen hier runter. Weh, die laufen hier runter wie bei WoW, wenn ein Pet Aggro hat oder so. Weiß ich nicht. Sag du es mir. Links oder rechts? Das sieht doch aus, als wenn da hinten ein Ei ist. Gib mir das. Au! Aua. Ich nehme nur das, ich hau wieder ab. Rechts ist gut. Nee, links ist besser. Kollege. Au! Ach du Scheiße. Ah, noch eine Sackgasse und ich bin tot. Ah, Gott. Oh. Ich weiß doch nicht, von wem ihr redet. Wo ist der Zug? Warte, wir müssen jetzt rausfinden, wo wir sind. Ach, hier war... Jetzt kommt auch noch Charles! Leute, ihr habt ein anderes Problem jetzt! Oh mein Gott, ich bin einfach RIP.
Ich muss... Oh, das ist gut, das ist gar nicht so schlecht, das ist gar nicht so schlecht. Ich weiß, wo mein Zug ist. Charles, lass dir Zeit. Zieh! Ja, halt dein Maul, da hinten ist der Zug. Was machst du jetzt, du Stinker? War doch zwei, hä? Gerade hatte nur noch große Klappe, oder? So. Charles! Oh! Ja, renn mir halt noch hinterher, du weißt ja, wo ich bin. So. Wir müssen gleich nach rechts. Wo geht's hin? Es geht natürlich in die falsche Richtung. Oh, zählt das noch? Boah, perfekt. Was macht ihr alle hier? So. Alter, der die magischen Eier zerstört. Slowly and lay flat on the ground. You'll hurt far too many people if you follow through with whatever you're planning. No! No! You fool! You doomed us all! Oh my God, this is Charles! This is Super Charles! Schmeiß die Lok an! Oh! Super Charles aus der Hölle! So heißt er wirklich. Oh. Verzähl dich, Super Charles aus der Hölle! Raus! Flammenwerfer! Nein, ich wollte den Flammenwerfer rein! Okay, dann gibt's halt den Raketenwerfer in die Fratze! Oh! Raketenwerfer! Wir brauchen die Flak! Halt die Schnauze, Super Charles! Haha, hängen geblieben, hä? Ja, 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 reparieren! Ah! Charles! Wuhuhu! Au! Oh, wow, wo sind wir jetzt? Flammenwerfer! Oh mein Gott, er düst! Ein bisschen. Easy, easy, auf Zeit spielen. Ja, kein Problem.
ticken wir easy runter. Oh mein Gott, ich cheese ihn komplett. Ach du Scheiße, wirst du outplayed. Ja, ja, ja. Speedrun Strat. Die Brücke, es ist die Brücke. Wir haben es verpasst. Oh, Charles aus der Hölle. Der Flammenwerfer ist OP. Das ist die Brücke. Ja, Charles! Vierte Bombe! Bumm! Oh. Tolles Spiel, tolles Spiel. Choo-choo Charles. Wurde besiegt. Nein, die Eier schlüpfen. Das ist unaufhaltbar. Tausende. Sehr schön, das war witzig. Es war ziemlich lustig. Es hat Spaß gemacht.